Unser Parteitag in Magdeburg findet in einer schwierigen Zeit statt. Die Linke steht vor großen Herausforderungen. Die Politik der Großen Koalition spaltet die Gesellschaft. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Der Sozialstaat wird nicht erneuert. Soziale Ängste wachsen. Das ist auch der Nährboden für die extreme Rechte. Zudem setzt die Bundesregierung auf Aufrüstung und den weiteren Ausbau der Bundeswehr. Wir brauchen eine soziale Offensive in unserem Land. Armutslöhne und Armutsrenten müssen der Vergangenheit angehören. Deshalb fordern wir eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns und eine große Rentenreform. Altersarmut muss verhindert werden. Leiharbeit ist zu verbieten. Abrüstung ist das Gebot der Stunde. Wer etwas ändern will, der muss sich mit den Mächtigen anlegen. Wir wollen mit einer Millionärssteuer die Superreichen in diesem Land zur Kasse bitten, damit ein starker Sozialstaat für alle endlich wieder investieren kann in bezahlbaren Wohnraum, in Integration und Bildung. Magdeburg ist für uns der erste Parteitag als Vorsitzende der Bundestagsfraktion. In dieser kämpfen wir, 64 Abgeordnete, für einen sozialen Aufbruch, für eine soziale Offensive in unserem Land. Mit unserem Engagement für soziale Sicherheit und Frieden wollen wir die Weichen auch für den Erfolg des Jahres 2017 stellen. Gemeinsam streiten wir für eine starke Linke, wie jedes Mitglied unserer Partei. Wir freuen uns auf spannende Debatten auf dem Bundesparteitag.